Lieber Christian, bist du ready? Ich bin ready, natürlich. Du bist ready, voll Power, gehen wir rein. Und heute geht es nämlich vor allen Dingen darum, wie Sie zu Hause sich dann sicher bewegen können oder zumindest sicherer bewegen können auf einem recht schmalen Terrain des Rechts, der Juristerei. Und zwar gehen wir heute im Speziellen auf Online-Geschichten ein, Online-Marketing unter anderem, aber eben auch, was uns Trainer und Coaches und Berater und Speaker, also alle die, die vor Leuten reden dürfen können müssen, die selber publizieren können, wollen können müssen, worauf die unbedingt Acht geben und was das Allerwichtigste ist, um sich da nicht in irgendwelche Querelen mit reinzubegeben. Herzlich willkommen heute wieder zum Lernen der Zukunft Experten-Talk. Und heute habe ich zum wiederholten Male das Vergnügen, die Freude, den Christian Solmecke, den bekannten Medienrechtsanwalt aus seinem großen YouTube-Kanal der WBS-Kanzlei, wo wir das letzte Mal intensiv darüber gesprochen haben, welche Hintergründe, welche Wege er dahin gegangen ist zu diesem Erfolg auf YouTube, als Gast bei mir. Und da sage ich jetzt einmal erstens, Servus, grüß dich. Hallo, alles grüß dich. Hi. Hi. Und heute machen wir das, was wir eigentlich schon ursprünglich geplant hatten oder angedacht hätten. Aber weil es ja so du ja so ein spannender Gast warst, sind wir in ganz andere Gefilde abgedriftet. Ja? Lieber Christian, bist du ready? Ich bin ready, natürlich. Du bist ready, voll Power, gehen wir rein. Okay, dann steigen wir gleich ein. Und zwar das eigentliche Seminar selber, der eigentliche Vortrag, das eigentliche Hang, da wo es dann ans Beißen geht. Bevor wir da hinkommen, da haben wir eine große Vorbereitung zu machen. Und zwar, da stellt sich dann auch die Frage, wie viel darf ich aus anderen Büchern rausnehmen, aus anderen Quellen rausziehen? Wie viel davon darf ich dann überhaupt übernehmen für mich? Wenn ich solche Quellen dann nicht nenne, bin ich dann einfach nur ein unsympathischer Mensch oder gehe ich da rechtliche Konsequenzen, habe ich damit mit rechtlichen Konsequenzen zu rechnen? Also das ist eine gute Frage. Das ist ein ständiges Problem im Urheberrecht, dass Menschen andere Quellen zitieren, ohne sie als Zitat ordentlich zu kennzeichnen. Und es kommt noch dicker. Oftmals nehmen Menschen Zitate und verwenden sie aber nicht im Sinne eines Zitats. Als Beispiel, ich habe mal einen Hobby-Imker aus Wesel vertreten und er hatte einen Spruch über eine Biene, einen lustigen Spruch über eine Biene auf seiner Webseite stehen und ist abgemahnt worden, und zwar von den Erben von Heinz Erhardt beziehungsweise jetzigen Lizenzinhabern, und er sagt, wieso, ich habe doch letztlich unten Quelle Heinz Erhardt stehen, ja, Quelle ja, aber oftmals werden eben Inhalte nicht korrekt zitiert. Korrekt zitiert worden wäre, wenn man sich mit der Kommasetzung auseinandergesetzt hätte und mit dem Inhaltlichen. Er hat es aber nur als Schmuck genommen. Wenn wir das übertragen auf Coaches, wenn also Inhalte übernommen werden von Dritten und eins zu eins als eigene Inhalte weitergegeben werden. Und das aber ohne, dass Sätze verändert werden. Mhm. Womöglich noch in einem Handout, in einem Paper. Dann ist das eine Was klare, ja heute gern ausgegeben wird, genau. Genau, dann ist das eine klare Urheberrechtsverletzung. Mhm. Wenn ich aber hergehe und Ideen aus anderen Büchern übernehme, dann ist das schon möglich, auch ohne das zu kennzeichnen. Das ist moralisch möglicherweise verwerflich, urheberrechtlich allerdings unproblematisch. Solange ich nicht die gleichen Worte nutze, dann darf ich das. Ich muss es also umformulieren und in meine eigenen Worte packen. Möchte ich explizit mich mit Ideen anderer beschäftigen und auch deren Worte nehmen, dann funktioniert das so, dass ich die Sätze konkret in mein Paper übernehme und mich dann sage, von wem sind die Sätze, und mich inhaltlich damit auseinandersetze. Also diese verschiedenen Möglichkeiten gibt es. Entweder alles frei nochmal neu aufschreiben und dabei eben die Sätze nicht kopieren, oder Sätze kopieren, die Quelle nennen und sich inhaltlich mit dem Gesagten distanziert auseinandersetzen. Okay, und das Einzelne ist wahrscheinlich dann im Einzelfall zu klären, oder? Weil ich meine, wenn jetzt jemand eine 5-Schritte-Methode hat und der nennt sie nur anders und nimmt die gleichen 5 Schritte. Ja gut, dann ist das aus meiner Sicht eine Idee, und die Ideen sind in Deutschland eben nicht schutzwürdig. Und ja, also das ist sicherlich dann... In den USA mit Trademarks und so und Copyright ist es anders.
In den USA gibt es viel weitere Schutz, da sind auch Geschäftsideen schützbar. In den USA ist auch, hat ein Patentrechtler, um das überspitzte Patentsystem in den USA zu zeigen, sich einen neuen Weg, eine Schaukel zu schaukeln, schützen lassen. Nämlich seine Tochter darf die Schaukel seitlich schaukeln und nicht mehr vorwärts. Da sieht man, wie in den USA das abgedriftet ist. Hier ist es so, Ideen sind wirklich nur sehr schwer schützbar. Und wenn du okay. die Top 5 Manager-Ideen hast, ja, dann dürfen die in abgewandelter Form auch von anderen übernommen werden. Okay, ja, gerade der Manager-Case wird vielleicht spannend sein, ja. Okay, und dazu ergänzend noch, wenn jemand einfach jetzt hergeht und sagt, okay, der eine hat zwar dieses Wissen schon so schön zusammengefasst, ich aber bin derjenige, der es auf eine andere Plattform bringt. Also ich gehe jetzt her und lese dein Buch vor. Darf ich das machen? Nein, denn das ist auch innerhalb von einem Seminar, innerhalb von einem YouTube-Video, wenn ich sage, ach, der Christian Solmecke, der hat da was Tolles dazu geschrieben, oder ich sage erst gar nicht was, von wem es ist, sondern ich sage, ich lese euch jetzt was Tolles vor. Beides geht eigentlich nicht. Wenn du meinen Namen dazu sagst, dann halbiert sich mein Schadenersatzanspruch. Okay. Also es hat einen gewissen Vorteil. Wenn du einfach vorliest und es dein Seminar anreichern soll als solches und du dich nicht inhaltlich mit dem Gesagten auseinandersetzt, inhaltlich mit meinen Worten auseinandersetzt, sondern hier einfach nur, steht hier ein Buch von mir, ja, jetzt zufällig eins, einfach nur was vorliest, was ich jetzt auch einfach hier vorlesen kann, mache ich jetzt einfach mal, um das zu demonstrieren. Der Betreiber des App Stores und Betriebssysteme sehen auch Möglichkeiten vor, dass die Apps außerhalb des Stores verkauft werden und so weiter. Sowas würde man dann vorlesen. Wenn ich mich damit auseinandersetze und sage, der Solmecke, der redet Stuss, richtig ist doch Folgendes, dann dürfte ich es vorlesen. Wenn ich es nur vorlese, um mein Seminar anzureichern, in die Länge zu ziehen und überhaupt auf die verkauften 3 Stunden zu kommen, dann funktioniert das nicht. Und inwiefern betrifft es auch Zitate? Also kurze Zitate im Sinne, dessen Zitate nicht verwendet werden. Bitte? Karl Valentin. Valentin, ja mit F, ja, Valentin. Also er schreibt ja mit V, aber genau. Ja. Und da sind offenbar die Leute hinterher, dass das ziemlich geschickt ist, dessen Zitate zu verwenden. Es ist so, dass natürlich sein geistiges Erbe seine Zitate, seine Werke sind. Die sind hochkreativ, die sind urheberrechtlich geschützt. Ohne Frage. Auch Gedichte sind urheberrechtlich geschützt. Die kannst du nach dem gleichen Schema, das ich gerade erläutert habe, nur dann nehmen, wenn du dich inhaltlich damit auseinandernimmst, so wie wir es im Deutschunterricht mal gelernt haben, macht man es nur, um sein eigenes Werk damit zu schmücken oder anzureichern, geht es nicht. Also wenn die beispielsweise so, was ja häufig ist, dass dann irgendwelche Bilder gebastelt werden, wo ein Zitat eingebunden wird. Genau, das geht nicht. Das geht nicht, okay. Nein, das ist ein, das ist ein interessantes Detail, weil das manche gerne auch verwenden, auch für ihr Marketing und um sich selber schön darzustellen, klauen sie sich die tollen Zitate anderer. Ja. Absolut, sehe ich jeden Tag, erlebe ich auch Abmahnungen, mit denen ich mich beschäftigen muss. Rechtlich in Ordnung ist das nicht. Okay. Und das ist dann egal in welchem Medium, also ob ich das jetzt im Podcast verwerte oder als innerhalb von einem Seminar oder. Das Einzige, wo es halt ginge, wäre, dass du das, wenn es unter Freunden teilst. Ja, aber wir reden ja jetzt von öffentlich. Das ist eben nicht der Anwendungsfall, das Medium, ob jetzt Fernsehen, also YouTube, Podcast oder Webseite, das spielt keine Rolle. Okay. Und in der Vorbereitung solcher Seminare trifft man ja auch manchmal auf spannende Videos und spannende eben Podcast und so, da dürfte man dann da Sachen raus vorspielen, beziehungsweise also vor der Klasse, vor dem Seminar, in einem Forum, das ja eigentlich ein geschützter Raum irgendwo ist, so eine Konferenz oder ein Kongress oder was, das ist ja nicht öffentlich im engeren Sinne vielleicht schon, ich weiß nicht, wie das rechtlich ist. Doch, also ganz klar, die Rechtsprechung ist eindeutig, das ist eine Öffentlichkeit, die da gegeben ist. Nur wenn kommerziell oder auch wenn nicht kommerziell? Auch wenn nicht kommerziell, es sei denn, es ist eine private Geburtstagsparty, wenn allerdings eine Schule ohne Geldverdienenabsicht dazu einlädt, ist das schon öffentlich, also das ist klar. Nur in einem Seminar, sagen wir mal, hast ein Marketing-Seminar und willst zeigen, dass Adidas einen neuen tollen Werbefilm gedreht hat und willst die Elemente des Films betonen und besprechen, dann bin ich der Auffassung, wäre das vom Zitatrecht gedeckt. Du zeigst den Werbefilm und setzt dich inhaltlich mit diesem Film auseinander. Ist es aber so, dass du sagst, ich möchte hier euch 10 neue tolle Werbefilme zeigen und lässt sie alle hintereinander ablaufen, ohne dass du was dazu sagst, dann wäre das keine inhaltliche Auseinandersetzung, dann wäre das illegal. Und das ist mit dieser YouTube-Lizenz nicht gedeckt?
Und das ist mit der YouTube-Lizenz nicht gedeckt. Die YouTube-Lizenz sagt eigentlich nur, dass die Inhalte, die auf YouTube zu finden sind, auch noch an anderer Stelle eingebettet werden können. Da geht es also vornehmlich darum, dass du das einbettest auf deiner Webseite, aber nicht öffentlich aufführst, wie es bei so einem Seminar der Fall wäre. Okay, und wie ist das mit den Medien? Weil die haben ja, verwenden das liebend gerne, schreiben dann Quelle YouTube. Bestenfalls ja. Noch welcher Kanal? Wenn genau, also Quelle YouTube bringt gar nichts, das ist keine korrekte Urheberrechtsnennung. Die Medien, die haben das große Problem, die setzen sich inhaltlich nie damit auseinander. Die sagen, ach, hier hat ein YouTuber gerade gefilmt, wie Dieter Bohlen wieder eine neue Perle hat oder so, und dann wird das gezeigt. Und die Medien zeigen es deswegen, weil sie selber das Material nicht haben. Das ist dann illegal, aber die Medien kalkulieren das einfach mit ein. Die sagen, gut, wer kriegt dann Schadenersatz? Der Herr Bohlen, wenn er klagt? Aber der kann ja eigentlich nicht die ARD klagen, sondern der müsste den YouTuber klagen, der ihn gefilmt hat. Genau, also sowohl der Herr Bohlen möglicherweise, weil sich das Medium weiterverbreitet worden ist, als auch der YouTuber, weil seine Videos geklaut worden sind. Aber man könnte ja auch sagen, ganz einfach, jemand führt ein Coaching-Seminar durch und zeigt deine Videos, die wir hier gerade drehen. Mhm. So, und da sind eben die Rechte, weil du dir das Konzept der Videos ausgedacht hast, zunächst mal bei dir, und du würdest sagen, warum bereichert ihr eure Seminare mit diesen Videos an? Da möchte ich auch was von abhaben. Das geht nicht so einfach und ist auch richtig so. Es sei denn, man sagt, ach, guckt euch mal den Andreas an, die Führung seiner Interviews, die ist besonders clever gemacht, da baut er das in der Weise auf, dann hat man sich damit auseinandergesetzt, dann dürfte man es wohl auch zeigen. Okay, also sobald es um einen eigenen Zusatznutzen sozusagen geht, der dann zu definieren sei vor Gericht, wahrscheinlich im Einzelfall. Absolut. Was natürlich hinzukommt, ist, dass man praktisch gesehen kaum was befürchten muss bei kleineren Gruppen, weil es nicht an die Öffentlichkeit dringt, weil es einfach gar nicht bis zu dem YouTuber hin vordringt. Muss auch heutzutage nicht. Mit Facebook und Live-Communication praktisch von überall. Muss nicht sein, absolut. Genauso. Okay, also die Videogeschichte, und darf ich andere Dinge in mein Video einbinden, zum Beispiel ein, und sei es nur ein, also mir wäre schon die Idee gekommen, dann habe ich es mir persönlich nicht getraut, in ein YouTube-Video beispielsweise jetzt einen Christian Solmecke, keine Ahnung, da unten läuft dein Video und ich sage, das empfehle ich, und dann zeige ich dahin, das ist eine Art Verlinkung, aber mit deinem schon laufenden Video, wäre das noch gangbar? Dann ist es aus meiner Sicht... Also, dass nicht nur ein Text da ist, sondern tatsächlich schon dein Video läuft. Ja, aber ich glaube, dann ist es in der Regel auch so klein und so unbedeutend, dass es ja nur Teil deines Videos ist, dass man sagen könnte, das ist jetzt ein unwesentliches Beiwerk möglicherweise. Naja, ich verweise ja drauf. Ich habe nur gesehen, was du für Probleme gekriegt hast wegen deinem Hintergrundbild. Ja. Stimmt. Ja, klar, wenn es groß genug ist und das im Hintergrund läuft, könnte man natürlich sagen, okay, hier ist schon eine Urheberrechtsverletzung gegeben, aber da spielt es letztlich keine Rolle, ob du das bei dir direkt einbindest oder nur im Hintergrund auf dem Screen laufen lässt. Das ist dann meiner Meinung nach ganz, ganz identisch dann, ne, wenn es im größeren Screen abgespielt wird. Und in solchen Unterlagen, die wir dann nach außen geben, da dürfen wir dann aber schon völlig frei unsere Gedanken niederschreiben, solange wir sie irgendwie untermauern können, und da müssen wir keine Angst haben, dass dann irgendwer kommt und sagt, okay, diese Idee ist geklaut. Nein, also die Ideen meines Erachtens sind nicht schutzwürdig. Wenn du das gesamte Konzept eines anderen Buches übernimmst und jeden Baustein deines Wettbewerbers übernimmst, es genauso machst, aber dann die Max-Müller-Idee nennst, dann ist das sozusagen Anhängen an den guten Ruf des Wettbewerbers. Das würde dann nicht funktionieren, setzt aber voraus, dass du wirklich alles eins zu eins kopierst, selbst wenn du es dann nicht abschreibst, sondern veränderst. Wenn du allerdings verschiedene einzelne Ideen dir rauspickst und dadurch einen neuen Strauß Blumen präsentieren kannst, dann ist das möglich, und dann ist das halt dein neu zusammengestelltes Konzept, da hat kein anderer dann Ansprüche drauf.